So, jetzt wird schnell hier. Jetzt wird geladen. Hallo. Hallo. Oder auch nicht. Wenn du Glück hast, ne? Ja. Also mir hat man damals immer gesagt, als ich groß geworden bin, das war irgendwann in den 80er, da war ich Teenager. Mhm. Ja, ihr seid ja hier die Pommes-Generation, hat man uns gesagt. Noch nie gehört. Nee? Mhm. Ja, ihr seid nur die Junkfood-Fresser, hier die Pommes-Generation. Und ich habe immer gedacht, das stimmt eigentlich nicht. Wir sind die Ladebalken-Generation. Also zu der gehöre ich auch. Die gehören wir alle, oder? Ja, also das heißt, woran hat man die meiste Zeit verbracht? Bestimmt nicht in der Pommesbude, sondern vorm Rechner und Ladebalken glotzen, oder? Ja. Na? Also, habe ich weniger als 100 Leute gefragt, sag mal, gehörst du auch zur Ladebalken-Generation? Und ist das denn nicht jetzt im Zeitalter von SSD vorbei? Könnte ja sein, ne? Und die haben Folgendes gesagt. Das hoffe ich tatsächlich. Also das ist das, was ich mir von der neuen Generation tatsächlich erhoffe, dass wirklich diese Ladebalken dann der Vergangenheit anhören. Wobei, das wird nicht passieren, weil die Spiele werden dann noch größer werden und die Ladebalken werden da sein, was mich nicht stört. Aber mittlerweile sind ja selbst die 20 Sekunden, die man auf die nächste Folge bei Netflix warten muss, Ewigkeiten. Ja, hoffentlich. Also damit werben sie ja alle, dass das nicht mehr geben wird und irgendwie riesige Open-World-Spiele ohne Ladezeiten. Ja, dachte ich auch. Es war auch mal eine Zeit lang vorbei, so... Ich glaube, meine Hochphase hatte ich dann beim Super Nintendo und beim normalen Nintendo. So alle Cartridge-Konsolen, wo so Plug and Play, das war echt boah, Wahnsinn. Dann wurde es wieder bei der PlayStation, haben sie es mir wieder ein bisschen eingerissen, weil ich komme ja aus Amiga C64-Zeiten, also ich bin leidendes Laden bin ich gewöhnt. Und ich war froh, dass mir befreit wurde. Und jetzt sind wir mittlerweile natürlich wieder bei den Ansprüchen, wo die Ladebalken wieder länger werden. Ja, absolut. Ich habe tatsächlich jetzt auf Game 2 gerade vorgestern mir einen längeren Bericht darüber angeschaut vom Trant. Fand ich auch sehr schön gemacht, by the way. Und die haben im Detail verglichen, wie die neue Generation funktioniert und wie schnell die sind. Und ich muss echt sagen, mir gefällt das total. Naja, das kommt darauf an, an welchem Ende der Fahnenstange man sitzt als Spieler. Wahrscheinlich so langsam schon, da jetzt auch M.2 und so draußen ist. Aber wenn man selber so ein bisschen rumentwickelt, dann ist man auf einmal ganz schnell wieder zurück. Ja, doch, ich bin natürlich Generation Ladebalken, beziehungsweise in so Spielen wie Metroid Prime haben die das ja, die Ladezeiten in dem Lag versteckt zwischen Tür öffnen und Tür öffnet sich wirklich. Das hat immer so ein paar Sekunden gedauert bei Metroid Prime. Wisst ihr noch? Das waren tatsächlich Ladezeiten zum Beispiel. Also, ja, genau. Aber die Zeit ist vorbei, oder? Ja. Ja, die Argumente gehen ja dahin, ist immer gleich, fast, ne? Also zumindest gefühlt gleich, weil auch die Qualität der Spiele immer größer wird. Und das limitierende Mittel ist immer die Hardware. Mhm. Das heißt also, je weiter man nach ne, guckt, und so, hat man eigentlich immer dieselbe Zeit gewartet. Das stimmt aber nicht. Nee. Weil nämlich, ich habe vor Datasette ja, und Gedöns und C64 so viel Zeit verbraten, nur einfach auf diesen blöden Ladebalken oder dieses Gedöns da. Also ich habe schon echt viel Zeit verbraten dafür. Ich glaube, die Frustrationstoleranz diesbezüglich ist echt geringer geworden. Ja. Ne, das heißt, wenn man mal lange warten muss, ne, jetzt dieses Wochenende erst willst ein Spiel installieren, dauert irgendwie die ganze Nacht, ja. Weil irgendwie alle gleichzeitig dann installieren. Das ist natürlich dann schon... Aber... ja, gut, damals hast du das ja ständig gehabt. Ja. Früher war nicht alles besser. Kann man nicht wirklich sagen, ne? Oder? Nee. Also, das war schon eine Quälerei. Und dann war das so, dann hast du irgendwie die Stunde irgendwie gebraucht, um so ein blödes Scheiß-Kack-Spiel da zum Laufen zu bringen und so, spielst 5 Minuten, yay, kackt dir das ab. Musst du wieder von vorne anfangen. Und dann hast du manchmal Spiele gehabt, die konnte man nicht abspeichern. Kennst du das? Oh. Da hast du wieder von vorne angefangen, die ganze Kacke. Nee, komm. Also früher war alles besser, kann man so nicht sagen. Ja, Dataset habe ich tatsächlich. Ich habe mir die Zeiten aufgestimmt. Laufwerk und diese ganzen Scheiße. Ne? Ja, und packen und entpacken von Sachen, die man auf die Platte gepackt hat. Ne? Da hattest du halt irgendwie so einen Klumpatsch von mehreren 100 MBs oder so ein Mist. Ne? Sowas wie zum Beispiel Tomb Raider
1, ne, Tomb Raider. Mhm. Da hat ein Kumpel gesagt irgendwie, ne, habe ich mal gehört, ne? Also ein Kumpel sagte, ich hab das und so und ne. Dann hast du irgendwie so einen Haufen CDs, meinst du? Oder Disketten? Disketten. 25 Stück. Du hast das ganze Spiel. Hab ich gehört, ja. Auf 25 Disketten. Ja. Da kocht das Arschwasser, wenn du dann von Dortmund, ja, nach ins Münsterland fährst und so. Und du hast dann so einen Klumpen. Und das funktionierte? Ich hab Glück gehabt, ja. Wahnsinn. Ich hab Schweineglück gehabt. Und dann habe ich das gezockt, ja. Also ja, okay. Ich gebe es ja zu, ich war's. Also auch so eine Box irgendwie mit, ja, mit ganz vielen Disketten. Ja. Und da stand, irgendeine war kaputt. Ja. Ja. Ist immer so. Aber ich habe sie ja gerade gekauft und die hat man dann ja auch immer. Ich meine, ihr kennt diesen ganzen Mist, ne? Ja, tatsächlich. Also da muss ich sagen, das finde ich ja dann schon praktisch, wenn du jetzt einfach irgendwie so eine Plattform anmachst und sag, ich ziehe mir das mal eben runter. Und das funktioniert dann auch. Ja. Dauert aber auch einen Tag. Dauert auch, je nachdem, was du spielst. Also wir haben jetzt ein Spiel runtergeladen, ein aktuelles, ja, brandneu, 50 GB aus dem Netz. Kommt ja auch immer darauf an, wie viel deine Dings verträgt. Und hast du nicht gesehen, hat dann auch einen Tag gedauert. Ne? Stimmt. Also einen Tag nicht, aber es hat, wenn man abends anfängt und so schlau ist, ne, genau dann, wenn alle anderen, dann hat man natürlich so 6 Stunden, 7 Stunden steht dann da auf dem Ladebalken und dann sagt man sich noch eine Fresse. Man will nichts mehr. Warum jetzt? Ne? Ja, weil jetzt Primetime ist, jetzt wollen sie alle, ne? Ja. Ah, scheiße. Und dann glotzt du auf das Ding, ja komm, ist bald fertig, so, was machen wir dann? Und ne? Glücklicherweise muss man ja fairerweise dazu sagen, dass normalerweise, wenn du irgendwie ein Spiel spielen willst, das ist jetzt nicht gerade zum Release-Tag irgendwie ein Blockbuster von irgendwie 80 GB, dass du dann auch das Ding spielen kannst. Guckst, nee, das ist nicht auf, so schlau. Irgendwie auf Steam irgendwie, ey Mensch, was ist das denn für ein Spiel? Das kenne ich ja noch gar nicht, ja. Dann installierst du das und spielst das und das funktioniert dann. Ja, so ein Riesending, ne? Was du dir aus dem Netz ziehst, wo jetzt nicht unbedingt jeder hinterher ist und so weiter, hat man dann auch andere Serverstrukturen, die dahinter stehen, da kommt man dann schon schneller dran. Mhm. Das ist einfach so, ne? Und das ist, ja. Aber das will man trotzdem. Ne? Will man trotzdem. Ja, ich habe Assassin's Creed Odyssey gespielt, mhm, und es hat ewig gedauert, bis das Spiel es mal geladen hat. Das heißt, ich habe tatsächlich da gesessen vor der PlayStation und habe mir überlegt, okay, startest du das jetzt oder startest du das nicht? Mhm. Gilt auch für viele andere Spiele auf der PlayStation 4, keine Frage. Ja, also es ist jetzt nicht nur so, aber das ist tatsächlich so, wo du dir sagst, ja, ich mach das jetzt mal an, das Ding, bis die Konsole oben ist. Dann gehst du hin, startest das Spiel, gehst mal weg, machst den Kaffee, kommst wieder, musst du dann das Spiel laden, also fortsetzen drücken, ja, und dann gehst du wieder weg und dann wartest du wieder ein paar Minuten. Das ist schon nicht wenig Zeit. Und noch schlimmer würde es, wenn du den Vergleich hast. Ja. Das heißt, du hast dann irgendwie eine neue Konsole da stehen. Ja. Und die ist irgendwie an. Schwupp. Wie jetzt? Ich kann jetzt weiterspielen. Ja. Ja, aber ich muss doch erstmal das Spiel laden. Nö. Mach. Die aktuellen Konsolen machen das mit ihren cool SSD-Karten. Mhm. Wahnsinn, oder? Das ist cool. Das ist Wahnsinn. Möchte man noch mal einen Computer ohne SSD-Karte haben? Nein. Aber früher hatten wir ja nichts, ne? Und das war auch okay, ne? Und da haben wir vom Ladebalken halt irgendwie die Zeit totgeschlagen. Ja. Wie? Wie hast du denn die Ladebalkenzeit totgeschlagen? Ich weiß auch, wie ich das gemacht habe. Ich habe drauf gestartet. Ich dachte, du sagst mit Essen. Nein, ja, gegessen haben wir auch. Klar, Chips gefressen oder sonst was, sich unterhalten, aber wenn du alleine... Butterbrot, ja, Apfel. Ja, irgendwie schon, oder? Ja, aber ja. Ja. Ja, ich habe jetzt die Tage noch gelesen, so ein Artikel. Ja. Da gab es dann eine Diskussion rundher mit irgendwelchen grantigen Leuten irgendwie und einer hat die These in den Raum gestellt. Früher waren die Spiele alle bugfrei. Oh, ja. Mhm, genau. Muss aber sehr lange her gewesen sein. Und sehr einfache Spiele. Ich denke so, nein. Nee. Nein. Nee, also wenn ich überlege, was ich damals alles so für, ne,
Ich habe damals ein Spiel gespielt. Ich weiß noch, die Spiele sind heute tendenziell fehlerfreier als damals. Ja, aber selbstverständlich. Das muss man auf jeden Fall. Die sind viel komplexer, trotzdem fehlerfreier und trotzdem nicht fehlerfrei. Ne? Damals habe ich ein Adventure gespielt. Ne? Das ist gar nicht so lange her. Lass es mal 10 Jahre her sein. Mhm. Ne? Und dieses Spiel war total spannend. Alle 5 Minuten abgestürzt. Alle 5 Minuten. Ja, ich weiß. Und ich wollte es aber unbedingt spielen. Es ging aber nicht. Und dann habe ich das wirklich so durchgespielt. Ja, alle 5 Minuten habe ich das wieder neu gestartet und habe das so lange gespielt, bis ich es durch hatte. Das nenne ich leidensfähig. Das haben wir wirklich gemacht früher, ja. Mhm. Und da waren wir auch leidensfähig genug, tatsächlich diesen Ladebalken immer wieder zu ertragen, kann man sagen. So, mhm. Das gehörte einfach dazu. Das war aber auch das Bescheuerste, was ich gemacht habe in der Richtung, glaube ich. Echt? Ja. Ja, gut. Du kannst das toppen? Nee. Also, ja, das Spiel, was du meinst, das ist schon... Doch, das kann ich toppen. Oh Gott. Und zwar wir beide im Koop-Modus System Shock 2 in diesem komischen Patch-Gedödel. Ich glaube, das war noch schlimmer. Boah, das ist aber auch jetzt Generation... ich schleppe meinen Computer zu jemand anders. Ja. Wir vernetzen die Dinger. Ja. Und dann stürzt die Kacke immer wieder ab. Dann brauchst musst du erstmal ewig wieder um die... Also du kommst irgendwie gar nicht zum Spielen. Mhm. Du bist die ganze Zeit damit beschäftigt, irgendwie das Netzwerk zum Laufen zu kriegen. Ja. Das ist die Hauptbeschäftigung. Das fand ich auch echt übel. Da ist dieses übers Internet schon praktisch. Ja. Also dagegen ist dieses Adventure, was du meinst, das ist angenehmer gewesen als das. Ne? War ja auch ein, glaube ich, unsupported Ding und so weiter. Und das liegt ja auch immer an dem Rechner oder so. Ne? Ist ja klar. Da hat der eine irgendwie eine Gurkenkarte, der andere irgendwie was anderes und dann hast du halt irgendwie das Netzwerkkabel ruck. Das war halt so. Ne? Heute ist das schon besser. Ne? Ist das alles sehr viel. Ne? Du gehst auf Steam oder GOG oder sonst was, drückst da drauf, der installiert dir das auf deinen Rechner und die Kacke läuft. Einfach. Schön. Ja, das war früher so nicht. Ja. Kumpel von uns irgendwie, die haben gesagt, Mensch, wir haben uns so lange nicht gesehen, lass uns doch mal wieder einen Spieleabend machen. Mhm. Ja? Und der Bruder hat dann auch eingeladen irgendwie und dann wollten sie sich treffen mit 4 Mann, um einen Spieleabend zu machen. Ne? Jetzt ist, ne, ihr seid jetzt Gamer. Ne? Die sind aber nicht davon ausgegangen, dass das Gamer sind. Irgendwie, also die Leute, die da irgendwie zusammengekommen sind, waren irgendwelche Leute. Also Spieleabend, Brettspieleabend, ja. Und er kam dann an mit seinem Computer unterm Arm und wunderte sich, warum die ihn alle so doof angucken. Fand ich super. Ja, schön. Mach mal wieder einen Spieleabend. Tja. Ja, die Zeit ist vorbei. Heute macht man das über das Internet und vernetzt. Ich fand das immer ein bisschen unromantisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Als diese ganze Internetverbindung und so, dann war ich am Rummoppern. Da war ich einer der ewig Gestrigen. Mhm. Ja, wo ich dann gedacht habe, Mann, da ist doch irgendwie was anderes, wenn du mit den Leuten irgendwie in einem Raum sitzt. Heute sehe ich das ein bisschen anders. Ich habe mich daran gewöhnt und ich finde das auch angenehmer, ist klar. Du setzt dich an deinen Rechner, drückst da drauf, es läuft. Mhm. Und du musst nicht mehr die Scheiße schleppen. Will man auch nicht mehr. Und der Vorteil ist, es kommt auch öfter zustande. Nämlich dann, wenn man sich's vornimmt, ruf mal eben an, wir machen mal eben. Das stimmt. Ne? Das heißt, früher war das so, man musste das wirklich von langer Hand planen und so und hin und her. Und dann konnte der nicht, nee, heute nicht, dann machen wir es eben morgen und bla. Das ist halt irgendwie alles vorbei. Ne? Alles Ladebalken-Generation. Auf jeden Fall. Gehört dazu, die Sachen zum Laufen bringen. Ne? Ja. Das gehört auch dazu. Das ist heute sehr viel leichter als damals. Ja, welche Ladebalkenzerstreuung, die ein Spiel anbietet, finden wir denn am besten? Ist das wichtig, dass man während das Ding lädt, dass man irgendwie die Figur bewegen kann? Assassin's Creed hat man eine Zeit lang gemacht, glaube ich. Ne? Da hattest du irgendwie die Figur und du konntest die in einem virtuellen Cyberspace irgendwie hin und her, das war auch, glaube ich, Auflage von den Konsolenherstellern, dass man immer interaktiv sein muss während eines Ladevorgangs. Mittlerweile ist das auch recht aufgeweicht. Muss ja so sein, weil ich hatte gerade Assassin's Creed erwähnt. Ne, da ist das nämlich nicht mehr drin. Also Assassin's Creed Odyssey. Am nervigsten finde ich es, ja? Wenn du eine bestimmte Sache siehst, zum Beispiel ein Filmchen oder eine Situation, am besten auch noch mit Sound, die sich immer wiederholt. Die immer an derselben Stelle anfängt und sich gleich wiederholt. Das finde ich nervig. Was ich wiederum gut finde, ist, wenn du Informationen hast, die sich die Loading Hints, dass man sich was durchliest, was interessant ist. Genau. Ne? Ja, das hat Assassin's Creed Odyssey auch. Das fand ich auch immer gut, ja. Und richtig cool finde ich es, wenn
wenn das Spiel halt auf das reagiert, was du machst. Ja. Das finde ich in Ansätzen, fand ich bei Witcher 3 das schon nicht schlecht. Mhm. Da haben sie zum Beispiel irgendwie so, ah, du hast jetzt irgendwie den blutigen Baron und bla 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 und hast so ein bisschen Feedback gekriegt vom Spiel. Hätte mir an der Stelle aber dann noch mehr Abwechslung gewünscht. Ne? Also Abwechslung finde ich an der Stelle am coolsten. Mhm. Ja gut, jetzt wo die SSD-Karten total schnell sind, ne, mhm, da hat man ja gar keine Zeit mehr, bevor es weitergeht. Das geht ja da zack, zack und dies da. Wo macht man denn dann Pinkelpause? Ja, muss echt. Oder der Kumpel, ne? Ja, ich muss aufs Klo. Ja, ich habe nur noch eben nur eine Quest noch. Ja, aber ich muss mal eben aufs Klo. Ja, dann geh halt aufs Klo. Und dann spielt er einfach weiter. Das hast du dann nicht, ne? Du kannst nicht mehr die Pausen abwarten. Die gibt's nicht mehr. Kann ich auch noch toppen. Ja? Dann hast du ein Spiel, das super schnell geladen wird. Das heißt, du hast keine Ladehint-Wartepause. Und dann drückst du in dem Spiel auf Menü. Mhm. Und das blöde Ding geht weiter. Ja. Das und dann kommen die Monster und du denkst, du machst Pause, ist aber kommst nicht. Kommst von deiner Pause wieder, ist die Figur tot. Das ist hart, ja? Also, ja, also ein bisschen Pause muss schon sein. Wahrscheinlich haben wir den Button nicht gefunden, wo man auf Pause drückt. Habe ich jetzt gefunden, aber ist schon mies. Musste man zweimal gucken. Hab ich mir gedacht. Mhm. Ja. Okay, hast du eine Community-Frage? Die Frage ist, ihr arbeitet doch mit einem Editor, um die Welten zu schaffen. Mhm. Erstellt ihr den selber? Und wenn ja, muss der nach jedem neuen Spiel neu erschaffen werden? Wir erstellen den selber und der muss nicht neu erstellt werden. Nein. Weil wir anfänglich, ich glaube, die Frage haben wir schon mal beantwortet. Ein bisschen, ja. Weil wir an dem Ding immer weiterarbeiten. Weil es nicht so ist, dass man das Ding von Grund auf her neu macht, sondern dass man tatsächlich auf den aufbaut, was man beim vorherigen Titel erarbeitet hat. Ja. Die Features, die neu dazukommen, ja, die tut man natürlich hinzufügen und man tut auch Sachen fixen, die beim letzten Mal nicht so gut funktioniert haben und stellt auch Dinge um und so. Das ist dann so in der Research-Phase im ersten halben Jahr oder so, dass man solche Dinge auf die Schienen setzt. Aber der Editor, der bleibt eigentlich relativ gleich und wird dann an dem angepasst, was das neuen Features und so weiter kommt. Denn wir machen sehr ähnliche Spiele, die miteinander vergleichbar sind. Ja, und entwickeln uns weiter. Das heißt, wenn irgendwo was aufgebohrt wird, dann wird das innerhalb des Editors neu aufgebohrt. Das macht aber jede Engine so. Es sei denn, die haben tatsächlich irgendwie eine größere Umstellung, ja, dass die tatsächlich irgendwie alle Buttons umlegen und Gedöns und so weiter. Das kann wohl sein, aber die Basis ist meistens immer der alte Editor. Damit fängt man an, weil man selten ein leeres Blatt nimmt. Ja. Vielleicht für die, die sich nichts darunter vorstellen können, ihr könnt euch das vielleicht so vorstellen wie ein Malprogramm. Ja? Wir haben quasi ein Programm gebaut, mit dem man die Sachen, die wir haben, besser ins Spiel reinpacken kann. So wie bei einem damals vielleicht sowas wie Paint. Ja? So total einfach. Du kannst dir deine Farben aussuchen, weil wie sieht denn was aus und kannst dir dann da irgendwas reinmachen. Und so funktioniert auch in unser Editor. Und jedes Mal machen wir den besser, so dass der jetzt nicht mehr ist wie Paint, sondern mittlerweile ist der schon so wie Photoshop, ja. Der kann viel mehr Sachen, du kannst irgendwelche Dinge kopieren, du kannst irgendwie bla und hat ganz viele Features dazu gekriegt. Und jedes Mal wird der besser. Und da bleiben wir natürlich dran und dann ist der nicht mehr mit dem ersten zu vergleichen, aber es ist irgendwie dieselbe Art Programm, die immer weiter entwickelt wird. Ja, genau. Hoffentlich beantwortet das die Frage und hoffentlich seid ihr auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn es heißt Piranha Becken TV. Genau. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschö. Ja, das wäre ja auch ein Kreuz. Alles immer komplett nochmal neu. Und die ganzen Kinderkrankheiten, die man dann da hat und da fängst du wieder von der Sache. Furchtbar. Ja.